Hallo, alle zusammen. Ja, jetzt kommt der dritte Teil. Vorher würde ich den nicht mehr machen, aber was soll's. Jetzt zeige ich nochmal oder ich lasse nochmal eine Hörprobe hier durch die Runde gehen mit vier Minitrix-Loks. Das sind alles diese Loks und eine E-Lok von der Firma Bawa. Anfangen tue ich hier mit der V160 der Vorserie. Ja, ihr müsst nicht so sehr darauf achten, hier auf die Optik. Bin so dicht wie möglich hier mit der GoPro herangegangen und lasse sie mal hier vorbeilaufen. Es geht hier um das Geräusch. Ja, wie gesagt, das ist hier die BR oder die V160 der Vorserie, die Lollo. So, aber schneller. So, als nächstes kommt auch wiederum eine Minitrix-Lok. Das ist eine BR218. Erstmal langsam. Ja, wie man hört, hört man nicht viel. Läuft relativ leise. Das ist auch die einzige von den V160ern, die keinen eingebauten Sound hat. So, als nächstes kommt die Minitrix-Lok, die V162. Da hört man schon, dass sie etwas rauer läuft. So, etwas schneller. So, als nächstes kommt die Minitrix-Lok, die BR225. Das ist die Lok, die ja auch mit Sound ausgestattet ist und nach meiner Meinung den meisten Krach macht. So, und jetzt kommt eine E-Lok, die E44 von Brava. Ja, zum Schluss lasse ich nochmal hier den Triebwagenzug vorbeifahren.
Der ist auch von der Firma Minitrix. Das ist die Baureihe 183. Der fliegende Hamburger. So, jetzt wollen wir nochmal eine Parade rückwärts fahren mit die verschiedenen noch die Loks jedenfalls, die Sound haben. So, als erstes kommt hier der Krachmacher. Der hat aber sehr den kräftigsten Sound. Die Baureihe 225. Ja, und auch nicht weniger leise ist die V162. So, es fehlt nur noch die Dampflok, aber die lassen wir jetzt mal eingepackt. Die habt ihr ja schon oft gesehen. So, dann sage ich dann Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Motor aus.